begrüßen Sie aus der Sahelzone Bayerns die alten Neuhauser Feuerwehrkapellen. Gute Nacht, mein Bayernland, die Immigranten nehmen überhand. Tüpfelscheißer, Oberlehrer, Preißen und Juristen, die ins Land ziehen und sich brüsten, dass sie nun zu Bayern zählen. Jedoch die CSU nicht wählen. Die CSU kam völlig auf den Hund und die Preißen sind der Grund, oder? Jawohl! Edmund Stoibers Geistesgröße bescherte Bayern diese These. Und auch ich bin ihr Verfechter. Je mehr Preisen, desto schlechter, oder? Jawohl! Die Kapelle aus dem schönsten Teil der Welt unter Bayerns Himmelszelt hat die Oberpfalz verlassen, weil wir zum Auditorium passen. In Franken gibt's den Frankenwein. Es ist ein Glücksfall, hier zu sein und zu probieren. Unter all dem Fusel einen Wein zu finden, an dem wir Oberpfälzer nicht erblinden. Ja, ja. Sind wir gewohnt. Trotzdem setzen wir uns diesem Graus und diesem Anblick in Veitshöchheim aus. In Veitshöchheim hält ein Reisebus selbst dann nicht, wenn der Fahrer muss. Und drückt die Blase noch so sehr, bei diesem Anblick geht's nicht mehr. Oder? Jawohl! Die Kapelle fand erneut Verwendung und das zeugt vom Niveau der Sendung. Es ist nicht einfach hinzukriegen, aus dieser Sitzung rauszufliegen. In dieser Sendung geht es zu wie in Bayerns CSU. Dabei zu sein ist fast schon Pflicht. Doch gefallen tut es einem da nicht. Da geht's uns wie dem Dr. Söder. Wie es dem gefällt, das sieht ein jeder, zumal ihn seine Friedhofstracht heute auch nicht schlanker macht. Ach, vom Feuerwehrdienst suspendierte, zum Musikanten degradierte, geprägt von einer Durchschlagskraft wie Jogis Nationalmannschaft. Pfälzer sind die Besten, de facto Bayerns gelbe Westen.
Mit dem kleinen Unterschied, dass man das bei uns nicht sieht, denn im Gegensatz zu den Franzosen sind's bei uns die Unterhosen. Modell Toni nennt sich unsere Variante, denn Anton Hofreiter ist Patentante. Kompostapostel Anton war sofort bereit als grüner Star und Conchita Wurst der Grünen als Dessous-Label zu dienen, weil es sich um Wäsche handelt, die sich in Kompost verwandelt, ohne dass man es beim Tragen spürt. Und wenn sie lang genug getragen wird, kompostiert die Hose Schritt für Schritt ihren Träger gleich noch mit. Dass Fasnachts-Madonna Barbara Stamm nicht mehr in den Landtag kam, ist der fränkische Beweis für ein Leben auf dem Abstellgleis. Das Bistum Bamberg gab bekannt, 14 Heiligen wird umbenannt, weil Frankens große Wallfahrtsstätte für Frau Stamm jetzt eine Nische hätte, die sie verdient mit Fug und Recht. 15 Heiligen klingt doch nicht schlecht. Frau Stamm hat uns gebeten, heuer nochmals aufzutreten und durch die Blume anzuregen, man soll ihrer Verdienste wegen im Landtag doch beschließen, sie in Bronze abzugießen, um ihr wegen treu erfüllter Pflichten ein Standbild zu errichten. Ihr schwebt vor, so hat's geheißen, die Festung Würzburg abzureißen. Denn zur Ehrung für ihr Lebenswerk soll ihre Statue auf diesen Berg, und Stamm bat jene, die das konstruieren, sich am Zuckerhut zu orientieren. Es weiß, wer Großbritannien kennt, dass denen dort der Deckel brennt. Das Parlament erinnert an Schimpansen und Boris Johnsons blonde Fransen an einen mit Trump gekreuzten Pudel. Das Land versinkt im Brexit-Strudel. Strahlt BBC vom Unterhaus im Fernsehen nun Debatten aus, lacht ganz Europa über Wesen mit manegenreifen Thesen. Das hat in London jetzt dazu geführt, dass jeder Zirkus, der gastiert, die Clown-Nummern ersatzlos streicht, weil man die Leistung nicht erreicht und das Belustigungsvermögen, das die humoristischen Kollegen in englischen Regierungskreisen Tag für Tag der Welt beweisen. Und schleppt das Parlament! Und schleppt das Parlament sich in den Saal hinauf, dann legt der Pförtner diese Platte auf. Und jetzt erklingt, weil's mir gefällt, die schönste Polka dieser Welt. Dank Zeuge Bier und böhmisch Blut spielen die Herren das Stück sehr gut. Der Titel fiel mir eben ein und die Kapelle wird begeistert sein. Kameraden, frohe Kunde, wir spielen Rosamunde. Ja, was ist denn? Etwas mehr begeistert. Ruhig, ihr faulen Hunde, wir spielen Rosamunde. Thank you.
Halt! Halt! Ätschepätsch! Was denn? So kriegt man Oberpfässer auch von der Bühne runter. Ganz einfach. Dann, Alter. Ja, diese Herren hier, für mich sind sie immer die Klubberer aus der Oberpfalz, gell? So ein Gemurkse kommt dabei raus, gell? Wenn man einen Oberpfälzer als Anführer hat. Meint er ist erstklassig, aber zweite Liga, Tendenz Kreisklasse. Sie. Ich betone Kreisklasse. Sie aufgeblasener Konfetti-Admiral. Sag ich dann eins. Ja. Der Oberpfälzer hat die Nerven, den Mut und auch die Kraftreserven, den Hintern jenen hinzurecken, dies gelüstet, ihn zu lecken. Musste mal gesagt werden. Hat gesessen. Hohe Literatur, Herr Kommandant. Hohe. Bei Ihnen hat man vergessen, die Schutzfolie beim Hirn vom Erstgebrauch zu entfernen. Das ist Ihr Problem. Kennen Sie den Unterschied zwischen dem Club und euch? Der Club ist jung, dynamisch, erfolglos. Ne, ihr seid alt, unbeweglich, verdammt erfolgreich. Leider. Also deswegen darf ich Ihnen auch jetzt ganz offiziell vorstellen, aus der Hauptstadt des Zeugelbiers sind Sie gekommen, aus Windisch-Eschenbach in der Oberpfalz. Die Altneihauser Feuerwehrkapellen mit Ihrem Kommandanten Norbert Neugier. Auf unsere Freunde aus Oberpfalz und Trabantaner des Franken! Hello. Oberpfalz? Hello. Franken! Wir sind die Finstern, wir sind die Harten und singen ho, 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 ho. Mach die Tür auf von diesem Narrenhaus und dann schmeißt uns endlich raus. Mach die Tür auf von diesem Narrenhaus und dann schmeißt uns endlich raus.